Hallo zusammen, in meinem heutigen Video geht es um das wundervolle Thema der Kryptosteuern. Und ich sehe schon, wie jetzt direkt die ersten wieder wegklicken. Ach, ich glaube, ich kriege überhaupt keinen einzigen View auf dieses Video, weil das Wetter ist geil draußen. Wir sind mitten in den Sommerferien. Welcher Depp beschäftigt sich jetzt eigentlich mit Kryptosteuern? Ja, und da kann ich sagen, hier dieser Depp, ich beschäftige mich mit Kryptosteuern gerade im Moment. Und da dachte ich, mache ich direkt ein Video zu dem Thema, weil... Also was ist eigentlich das Nervige an Kryptosteuern? Kryptosteuer ist echt hart, aber DeFi-Steuer ist noch härter. Das liegt vor allem daran, wenn man ganz normal Krypto macht, wie wahrscheinlich die allermeisten, nämlich einfach, man kauft irgendwann mal Bitcoin oder Ethereum, lässt das Ganze liegen, wartet irgendwie, bis die Kurse hochgehen und nach 2-3 Jahren sind wir am All-Time-High, verkaufen das Ganze. Ja, das kann man natürlich super easy mit einer Exit-Tabelle abbilden. Schreibt man einfach rein, weil man das gekauft hat und dann kann man dem Finanzamt das irgendwie nachweisen, indem man irgend so einen Export aus dem Exchange macht oder so. Aber natürlich gibt es auch so Freaks wie mich, die permanent irgendwas in Krypto machen, jeden Tag irgendwelche Transaktionen. Das Ganze nennt sich Decentralized Finance und ich denke, ihr werdet genau dasselbe machen. Und da kommen tatsächlich pro Aktion, die man macht, also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie ein Aave, irgendwelche Tokens beleiht oder irgendeinen Swap macht oder so, da kommen schon mal pro Aktion 2, 3, manchmal sogar 6 verschiedene Einzeltransaktionen zustande. Wenn man das dann jeden Tag macht, 10 Mal oder so, 10 verschiedene Aktionen an einem Tag, ist man bei 60 Aktionen, also 60 Transaktionen pro Tag und das summiert sich dann natürlich 365 am Tag im Jahr. Also wir machen natürlich jeden Tag Krypto, ist ja logisch und das ergibt dann eine Riesenmenge an Transaktionen. Also man kommt da sehr, sehr locker auf 20.000, 30.000 Transaktionen im Jahr und das schafft man echt nicht mehr mit einer Excel-Tabelle, keine Chance. Ganz abgesehen davon, dass natürlich Kryptosteuer auch irgendwie ein bisschen anders funktioniert als nur in irgendeiner Tabelle Plus und Minus rechnen, weil also die BaFin hat ja Krypto als Rechnungseinheiten eingestuft und Rechnungseinheiten, das ist jetzt steuerlich gesehen eigentlich nichts anderes, als würde man mit irgendwelchen, sagen wir mal, alten Silberlöffeln auf eBay traden und das heißt, man muss wirklich jeden einzelnen Silberlöffel, also jeden einzelnen Token, den man kauft, irgendwie nachhalten, also man muss nachhalten, wann hat man den gekauft, wo hat man den hinverschoben, in welchem Wallet ist der Token und wenn man ihn verkauft hat, muss man dem Finanzamt genau nachweisen, wann man den Token gekauft hat, weil es gibt ja diese einjährige Haltefrist und nach einem Jahr sind ja alle Kryptoverkäufe von Tokens steuerfrei. Aber klar, da gibt es auch wieder 1000 Ausnahmen, aber grundsätzlich, also allein das schon erfordert im Grunde so eine Art Inventarbuchhaltung, wo man jeden einzelnen Token einträgt, wie in so einem Lager, als würde man die Löffel jetzt in irgend so ein Regal legen und sich aufschreiben, wann man den einzelnen gekauft hat und dann am Ende quasi schauen, welchen Löffel aus diesen Regalen habe ich ihn jetzt verkauft. So, das ist schon mal eine Anforderung an die Kryptosteuer, plus das dann noch über 30.000 Transaktionen, die man in einem Jahr macht, das ist der absolute helle Wahnsinn. Und dann gibt es natürlich noch dieses berühmte BMF-Schreiben. Das BMF-Schreiben, das soll ja quasi klären, wie die Steuer in Deutschland funktioniert. Aber ich meine, wer in das BMF-Schreiben mal reingeschaut hat, die allermeisten Dinge, die wir gerade im Crypto-Space machen, sagen wir mal Pendel, Finance, Interest Rate, Swaps oder irgendwelche Optionshandel und so, das ist da überhaupt gar nicht drin. Also der helle Wahnsinn. Und das Ganze grenzt also schon an 3D-Schach. Wenn man das alles geschafft hat, dann ist der nächste Hürde, die man nehmen muss. Man muss ja irgendwie auch einen Steuerberater finden, der das Ganze unterstützt. Und dabei wünsche ich erstmal richtig viel Spaß, weil die allermeisten Steuerberater haben absolut überhaupt keine Ahnung von Krypto, von DeFi sowieso nicht, nehmen gar keine Mandate an. Und diejenigen, die es tun, die wirklich Ahnung haben, die Mandate annehmen, ja, die sind total überlastet, weil alle sich auf dieselben, keine Ahnung, 50 Steuerberater in ganz Deutschland gefühlt stürzen. Also das Ganze ist fast unmöglich. Und da ist es natürlich irgendwie umso schwieriger, wenn man jetzt mal überlegt, eigentlich sollte es ja gar nicht darum gehen, sondern worum es wirklich gehen sollte, das ist die Steueroptimierung. Wir wollen ja unsere Steuern, wenn wir die irgendwie abliefern, dann wollen wir ja nicht nur, dass wir alles richtig machen, wie es das Finanzamt haben will. Klar, das wollen wir auch. Aber wir wollen natürlich auch irgendwo nicht zu viel Steuern bezahlen. Das heißt, wir müssen unser Steueraufkommen irgendwie optimieren. Und das ist dann echtes 4D-Schach. Und ja, dafür ist es super, super wichtig, dass man sich vernünftig bewaffnet. Und
die Waffe, die ich benutze, das ist Crypto Tax Calculator. Das ist eine Steuersoftware, die ich wirklich in den letzten 6 bis 7 Monaten, wo ich mich um meine Steuer gekümmert habe, zu schätzen gelernt habe. Und in diesem Video geht es jetzt wirklich nicht darum, dass ich diese Software irgendwie schillen möchte. Ich habe hier keine Referral Links und es geht auch nicht darum, dass ich von denen irgendwas bekomme. Keine bezahlte Werbung. Ich möchte einfach nur irgendwie mal so ein bisschen meine Erfahrung teilen. Ich kann sagen, seit ich dieses Tool verwende, hat sich meine Kryptosteuer sehr, sehr entspannt. Und ich kann also jetzt quasi mit diesem Tool letztendlich alles abbilden, was ich im DeFi-Space mache, in irgendeiner Form. Und das ist also etwas, was ich mit euch ganz gerne mal teilen würde. Und deshalb mache ich jetzt dieses Video und zeige einfach mal ganz kurz, wie Crypto Tax Calculator funktioniert und wie ich das Ganze einsetze. Und wenn ihr Lust habt und das Thema irgendwann später, wenn jetzt der Sommer rum ist und es wieder die Tage wieder kürzer werden, es dunkler wird und man etwas mehr Zeit vor dem Rechner verbringt, in der Zeit, wo es also auch darum geht, sich mal um die Kryptosteuer zu kümmern, in der Zeit mache ich sehr gerne nochmal eine richtige Videoreihe zu dem Thema, wo ich dann einzeln erkläre, wie kann man Aave buchen, wie kann man Uniswap buchen und so weiter. Jetzt im Moment geht es mir einfach nur darum, euch mal zu vermitteln, wie froh ich bin, dass ich ein solches Tool gefunden habe, dass das leistet, was ich eigentlich brauche für die Kryptosteuer. Und deshalb schauen wir jetzt mal in Kryptosteuer, in Crypto Tax Calculator gemeinsam rein. Und ich bin jetzt hier auch schon mittendrin in Crypto Tax Calculator und ich lasse auch einen Link unten in der Videobeschreibung, damit ihr das findet im Internet, falls ihr Interesse habt an dem ganzen Tool. Hier sieht man also quasi einen Überblick über sein Portfolio und der nächste Reiter hier oben, das sind Integrations und mit Integrations ist quasi gemeint, sind Datenquellen, aus denen ich meine Transaktionen beziehen kann. Hier habe ich auch schon alles fertig eingerichtet, eingelesen und so, weil ich ja hier nur einen kurzen Überblick geben möchte und nicht irgendwie eine Anleitung, wie man das installiert und sowas alles. Das können wir dann später machen. Falls Interesse ist, schreibt es unten bitte in die Kommentare rein. Wenn ich Krypto-Steuervideos mal irgendwann machen soll, eine Reihe, schreibt es rein. Ich habe da Lust drauf. Ich würde es gerne machen, aber wenn so überhaupt kein Feedback kommt, dann lasse ich es, glaube ich. So, und wir haben also hier quasi, ich habe hier quasi mein Ethereum-Wallet eingelesen, also indem ich hier meine Adresse eingetragen habe, aus MetaMask zum Beispiel oder aus dem Rappi-Wallet. Und weil dieses Tool dann gemerkt hat, dass ich also auch mit derselben Adresse auf Arbitrum und Optimism unterwegs war, hat das direkt auch diese Blockchains mit eingelesen. Das kann ich auch ablehnen. Also ich werde hier gefragt, ob ich das will. Und natürlich will ich das, weil ich will ja alle Transaktionen erfassen. Und ich kann das also jederzeit hier nochmal auffrischen, indem ich jetzt hier auf diese Dinger klicke, hier auf diese Buttons mit dem Kreis, wo ich dann also quasi neu einlesen kann, um jetzt neue Transaktionen, die ich in letzter Zeit gemacht habe, neu einzulesen. Es gibt noch viel mehr an Datenquellen, die zum Beispiel gibt es hier alle möglichen Börsen, Kraken, Binance, Coinbase, was weiß ich alles. Also da ist sicherlich auch, auch exotischere Börsen und so. Da ist einiges dabei und natürlich gibt es auch einen ganz allgemeinen CSV-Import. Das heißt, wenn hier eine Börse nicht unterstützt wird, kann ich mir immer noch ein CSV von der Börse holen und die dann hier reintun. Und außerdem gibt es hier andere Blockchains, wie zum Beispiel Cardano. Ich glaube, Polkadot wird noch nicht so richtig gut unterstützt. Ich glaube, nur rudimentär. Aber Cardano wird, glaube ich, ganz gut unterstützt. Ich weiß noch nicht viel darüber, weil ich auf Cardano gar nicht so viel unterwegs bin. Ja, und dann sieht man also hier quasi die Transaktionsliste in dem nächsten Reiter. Und diese Tabelle ist ziemlich wüst. Ich möchte auch hier nicht wirklich auf Einzelheiten eingehen. Ich will einfach nur mal zeigen, was das Tool alles unterstützt. Und hier sieht man also zum Beispiel, dass ich also am 22. Juni ging dieses DeFi-Portfolio los, mit dem ich hier arbeite in meinen Videos und auch das könnt ihr euch anschauen. Unten in der Videobeschreibung habe ich einen Link zu DeBank gelassen, da könnt ihr also in dieses Portfolio reinschauen. Ich habe am 22. Juni 2023 angefangen, indem ich mal 2,1 Ether hier rein übertragen habe. Das habe ich jetzt als Kauf gewertet. Normalerweise, wenn man jetzt natürlich in der Börse bei Kraken oder so, hätte die irgendwie gekauft. Aber ich muss ja irgendwie hier auch anfangen, habe ich also jetzt hier so gemacht. Und das sieht man hier vorne direkt unter Type. Kann ich also die Transaktionsvariante einstellen, die diese Transaktion darstellt. Und da sieht man also quasi, was hier alles unterstützt wird. Auch das müsst ihr euch selber mal anschauen, wenn ihr wollt. Aber es gibt hier vieles und ich gehe einfach mal so ein bisschen die Transaktionen durch. Natürlich nicht alle, aber man sieht hier schon irgendwie, ich habe hier echt nur eine Handvoll Sachen gemacht und wir sind schon bei, ich glaube, 36, hier 34 Transaktionen. Also helle Wahnsinn eigentlich, ne? Und also ich habe hier quasi die 2,1 Ether übertragen. Dann habe ich als erstes mal eine Ethereum-Domain, quasi eine .eth-Domain registriert, nämlich netalbo.eth. Und das ist quasi die Adresse von diesem DeFi-Wallet, das ich hier habe.
Und dann sieht man, also ich kann hier quasi NFTs minten über Mint. Das wird dann quasi so als Kauf gewertet und also ich habe ein ENS-NFT bekommen. Das ist ja ein Wert von null, weil es hat eigentlich keinen Wert. Das hat mich eigentlich auch nichts gekostet, außer Transaktionsgebühren. Hier Approval, sieht man hier, also hier ist ein Approval passiert. Und dann habe ich quasi hier Ether getradet gegen einen Namen, das ist netalbo.eth, also einen Namen registriert quasi mit Hilfe meines ENS-NFTs. Und diese Registrierung hier, die hat mich also 0,0287 Ether gekostet. Das wurde als Trade gewertet und dabei habe ich dann 13 Euro Verlust gemacht durch die Kursschwankungen, irgendwann den Ether gekauft und dann wenig später quasi getradet gegen einen Namen auf ENS und das ergibt dann also quasi 13 Euro Verlust oder 14 Euro Verlust, die ich hier schon eingefahren habe. Das sieht man hier in dieser Spalte, Gain. Und man sieht also auch Outgoing und Incoming, also wo das herkam, wo es hingegangen ist, die jeweilige Transaktion. Dann habe ich hier wieder mehrere Approvals gemacht, das sind diese typischen Token Approvals. Und dann kommen wir hier zu dem Punkt, wo ich quasi zwei Ether von Ethereum Mainnet nach Optimism gebridged habe und das kann ich also hier einstellen, das ist ein Bridging-Vorgang und das ist das Coole daran, die Haltefrist ist dadurch nicht tangiert. Also wenn ich jetzt ein Bridging mache, dann heißt das, dieselben zwei Ether wandern von der einen Blockchain auf die andere, ohne dass ich dafür dann quasi einen Verkauf mache. Bei vielen anderen Tools ist es so, dass man sich behelfen muss und dann da einen Verkauf draus machen muss. Und dieser Verkauf ist natürlich steuerlich relevant, wobei eigentlich ein Bridging steuerlich nicht relevant sein sollte. Kann sein, dass es tatsächlich anders ist, jetzt wenn man im BMF-Schreiben nachguckt, aber das ist ja der Job des Steuerberaters, diese Sachen zu beurteilen. Ich habe jetzt hier ein Bridging draus gemacht, man hätte ja immer noch die Möglichkeit, hier einen Trade draus zu machen, wenn das Ganze steuerlich anders funktioniert. Aber Bridging würde in diesem Fall bedeuten, dass jetzt die Ether nicht verkauft wurden, sondern sie wurden bewegt auf eine andere Blockchain. Und das ist natürlich cool, dass ich diesen Unterschied machen kann, je nachdem, weil es für mich natürlich super günstig ist, wenn ich meine Ether mal irgendwie hin und her transferiere, dass ich dann nicht meine Haltefrist verliere, ne? Also meine aufgebauten Tage in der Haltefrist. So. Und dann kann ich also, dann habe ich hier die Ether, die ich übertragen habe nach Optimism. Das sieht man hier auch an diesem kleinen roten Punkt, das erkennt man nicht so gut. Das soll eigentlich ein Optimism-Logo sein. Also dieser Trade hier hat dann auf Optimism stattgefunden. Und da habe ich also einen Teil meiner Ether quasi umgewandelt in Wrapped Ether. Und auch hier ist die Frage, also ob das jetzt ein Trade ist oder ein Swap, ist ein Wrapped Ether, das Umwandeln, Verkauf steuerlich ungeklärt, kann man mal im BMF-Schreiben nachgucken, steht natürlich nicht drin. Aber für den Fall, also dass es jetzt quasi als Verkauf gilt, kann man hier einen Trade draus machen. Wenn es aber kein Verkauf ist, sondern wenn das also steuerlich so gehandhabt wird, als wäre es nichts anderes als eine Umwandlung von Tokens, die steuerfrei ist, dann kann man auch hier bei dem Transaktionstyp einfach Swap auswählen. Und Swap bedeutet dann in diesem Zusammenhang einfach, dass diese Transaktion steuerfrei ist. Ne? Also man hat beide Möglichkeiten, was ich total gut finde. So, und nebenbei gesagt, ich bin kein Steuerberater, was ich erzähle, steuerlich, die steuerlichen Aspekte können totaler Bullshit sein. Da müsst ihr selber wissen, wie ihr das macht. So, und dann habe ich also bei Ethos Reserve, gibt es auch ein Video zu, das ist sowas wie Liquity, da habe ich ein Darlehen aufgenommen und dafür habe ich eine Sicherheit hinterlegt, nämlich die 1,9 Wrapped ETH, die habe ich als Sicherheit hinterlegt und deshalb gibt es hier als Transaktionstyp eben auch den Collateral Deposit, also Sicherheit hinterlegen, zum Beispiel als Sicherheit für einen Loan und also für ein Darlehen und dieses Darlehen, das beträgt 400 Earns und Stablecoins. Ich habe also 1,9 Wrapped Ether als Sicherheit hinterlegt, mir dafür einen Kredit geholt von 400 Earn Tokens. Und dieser Loan hier, das kann ich ja auch einstellen, dass es also ein Darlehen ist und auch das Darlehen, das gilt dann quasi so ein bisschen als Anschaffungszeitpunkt, aber es ist eben kein Trade. Es ist nicht so, dass jetzt hier quasi irgendetwas getradet wurde, die Ether, die ich als Sicherheit hinterlegt habe, sind keine Veräußerungen, zumindest hier in diesem Tool. Man kann das aber in den Settings von Crypto Tax Calculator umstellen. Also wenn jetzt steuerlich irgendwann, ich gehe hier mal in die Settings rein, wenn das irgendwann steuerlich mal anders gehandhabt wird oder sich in irgendeiner Form anders aufklärt, dann kann ich also hier zum Beispiel Treat Collateral Deposits and Withdrawals as Non-Taxable ausschalten. Das würde dann bedeuten, dass wenn ich Collateral hinterlege, dass es dann ein Verkauf ist. Also für den Fall, dass sich diese steuerliche Regelung ändert, kann ich das hier sogar einstellen. Und hier gibt es ganz viele andere Sachen, die ich einstellen kann bezüglich der Steuer.
Nochmal kurz zurück zu den Transaktionen. Also dann sieht man hier, ich habe hier also ich habe ein Darlehen aufgenommen von 400 Earn Tokens und das stimmt jetzt nicht ganz. Ich kann zum Beispiel auch mal mir die Transaktion auf der Blockchain angucken, zum Beispiel indem ich hier vorne auf diesen kleinen Link klicke. Dann komme ich also auf Etherscan, auf Optimism, sehe die Transaktion, um die es geht und dann sehe ich hier, dass hier noch irgendwas mit 10 Ether passiert ist, 10 Earn Tokens passiert ist und das ist quasi nichts anderes als mein Darlehen, nämlich die, ich muss so eine Art, es ist sowas wie Zinsen, ganz vereinfacht gesagt, ist es nicht wirklich, hat was mit den Liquidierungsmöglichkeiten zu tun und so, aber mein Darlehen erhöht sich von 400, die ich bekomme, auf 410, die ich quasi auch noch obendrauf schulde an, nennen wir es mal Gebühren. Und das heißt also, mein Darlehen beträgt insgesamt tatsächlich 410 Earn Tokens. Und das werde ich jetzt also hier auch machen, noch eintragen. Und zwar setze ich also hier quasi mein Darlehen einfach von Hand auf 410. Das kann ich machen, weil das nämlich irgendwie hier möglich ist, das noch nachträglich zu editieren. So, jetzt habe ich also Schulden von 410 Earn Tokens und diese 410 Earn Tokens, die habe ich danach dann, oder die 400, die ich bekommen habe, die habe ich dann gestaked. Und das hier habe ich neulich von Hand korrigiert, da habe ich aber einen Fehler gemacht und deshalb kann ich hier also quasi aus den 410 wieder 400 machen. Das heißt, ich kann hier alles editieren, was ich brauche, um quasi die ganzen Transaktionen, die ich mache, abzubilden. Ja, natürlich ist das mega, mega viel Arbeit, vor allem wenn man über 30.000 Transaktionen im Jahr spricht. Aber man hat wirklich alle Möglichkeiten und das ist das, was ich gesucht habe, dass ich also nicht mehr von irgendeinem Tool vorgeben lassen muss, wie ich das zu buchen habe, sondern dass ich einen vernünftigen Vorschlag bekomme und wenn dieser Vorschlag für mich okay ist, dann kann ich den annehmen. Ansonsten habe ich die Möglichkeit, das von Hand alles anzupassen. So, das ist also, und dann geht das hier immer weiter. Hier ist nochmal ein Bridging-Vorgang. Ich habe also nochmal 5 Ether nachgeschossen. Die habe ich also quasi als Kauf gewertet. Dann habe ich die 5 Ether nach Arbitrum gebridged und dann habe ich hier so einiges gemacht. Ich habe die 5 Ether zum Beispiel in DAI umgewandelt. Ist ein Trade. Dabei habe ich 14 Euro Verlust gemacht bei dem Trade. Und dann war hier nochmals mit Pendle Finance und auch Pendle Finance ist hier eigentlich halbwegs ordentlich unterstützt worden. Hier sind die PT-Tokens und hier sind die YT-Tokens, die ich gekauft habe. Führt jetzt zu weit. Möchte ich auch euch jetzt hier im Sommer gar nicht groß mit belasten. Machen wir alles irgendwie im Detail später. So, jetzt kommt aber das Entscheidende. Erstmal, wenn ich irgendetwas hier noch zu regeln habe, weil ich irgendwas vergessen habe zu klassifizieren, weil irgendwelche Anschaffungshistorien unklar sind und so weiter, dann steht das hier unter Tipps. Dann bekomme ich hier also quasi angezeigt, dass ich irgendwas vergessen habe. In diesem Fall habe ich hier alles erstmal richtig gemacht. Deshalb kriege ich hier ein schönes Feuerwerk. Und wenn ich dann fertig bin, dann kann ich mir quasi die Reports angucken. Und jetzt habe ich also in diesem Jahr mit diesem Portfolio 125.000 Euro Verlust gemacht. Ich habe hier Short-Term Capital Gains von 4,35 Euro und Long-Term Capital Gains in Höhe von 0. Ist ja auch total logisch, weil Long-Term Capital Gains sind alles, was länger als ein Jahr in meinem Wallet drin war, also außerhalb der Haltefrist, was steuerfrei ist und die Short-Term-Capital-Gains, die muss ich versteuern. In diesem Fall muss ich aber keine Steuern zahlen, weil ich bisher nur Verlust gemacht habe. Und dann gibt es hier noch Income und Income, das ist quasi Staking. Das sind zum Beispiel Staking-Rewards, die ich anders versteuern muss. Sprecht mit dem Steuerberater, wenn euch dieser Zusammenhang interessiert. Was ich jedenfalls zeigen möchte ist, es gibt hier quasi ein Tax Report. Und der Tax Report, der ist in Form von der Anlage SO. Das ist genau die Anlage, die man für die Kryptosteuer braucht. Und den kann ich mir als PDF aufmachen. Und dann bekomme ich hier erstmal einen Report. Und dann bekomme ich hier auch sogar den Zettel, den Wisch, den ich fürs Finanzamt brauche, nämlich die Anlage SO. Und das ist natürlich super praktisch für den Fall, dass ich jetzt echt keinen Steuerberater finde, aber irgendwas abgeben muss, weil ja irgendwie auch eine Frist da ist. Ne? Und dann habe ich also schon mal diese Anlage SO, die kann ich natürlich dann auch in, was weiß ich, Wieso-Steuer oder so von Hand übertragen. Es gibt hier aber auch eine Anbindung an Wieso-Steuer, glaube ich, muss man nochmal gucken. Also ich habe auf jeden Fall irgendwas in der Hand, wenn ich es brauche, auch wenn ich keinen Steuerberater finde, was natürlich nicht empfehlenswert ist, das so zu machen. Außerdem gibt es natürlich jede Menge andere Reports, die man als PDF bekommen kann, also eine Summary, das sind alles Sachen, die man dann irgendwo beim Finanzamt auch einreichen kann. Als Belege oder sowas, manchmal wollen sie ja eine Transaktionshistorie haben, Capital Gains Report und so.
Es ist ein bisschen irreführend. Also Capital Gains deutet ja irgendwie auf Kapitalerträge hin, aber steuerlich gesehen ist Krypto keine Kapitalerträge, sondern einfach irgendwie Einkommen, sonstiges Einkommen, deshalb Anlage SO. Und also da haben wir irgendwie, das ist einfach nur ein Name hier. Man sieht ja, es wird schon richtig eingetragen in die richtige Anlage. Ja, das also Inventory Report und so weiter. Es gibt hier so echt alles Mögliche. Und was auch sehr schön ist, und damit komme ich dann wieder zum Ausgangsthema, das ist das Thema der Steueroptimierung. Auch das kann man hier machen, weil es wird hier einem quasi Tax Loss Harvesting angeboten. Man kann also quasi Ende des Jahres mal schauen oder auch zwischendurch mal, was man so alles verkaufen könnte, um einen Verlust zu produzieren, der einem dann letztendlich tatsächlich dann Steuern spart, wenn man irgendwo Gewinn gemacht hat. Kann man also hier mit so einem Knopf dann sich aufrufen, dann kriegt man eine Tabelle und in der Tabelle steht dann drin, was man alles verkaufen könnte. Kann man sich ja dann überlegen, ob man es verkaufen will oder ob man es behält. Man kann es ja auch verkaufen, dann ein bisschen später wieder neu kaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob das steuerlich ist. Okay ist. Das müsste man alles mit dem Steuerberater klären. Aber das ist quasi das Tool. Das wollte ich euch zeigen. Und jetzt geht es wieder raus in die Sonne, von mir aus an den Badesee oder ans Meer. Und um die richtige Kryptosteuer kümmern wir uns dann in ein paar Monaten. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.